Hallo, ich bin Jörg und das ist mein Porsche 944 S2, Baujahr 1989. Bekommen habe ich den Wagen 1999 und habe ihn dann so lange gepflegt, bis er erst Youngtimer und jetzt Oldtimer ist. Schon als Kind mochte ich eigentlich die Fahrzeuge mit den Klappscheinwerfern und 1999, wir waren beim Ford-Händler, wo wir immer schon die Fahrzeuge gekauft haben. Da standen zwei Fahrzeuge direkt vorne im Eingangsbereich in der Aufstellung. Der Porsche 944 und daneben ein Ford Probe oder Probe in Rot. Beide mit Klappscheinwerfern. Der eine irgendwie so ein paar Jahre alt, dieser mittlerweile 10 Jahre alt. Und ich wollte mich entscheiden für den oder den. Ich glaube, die Entscheidung war richtig. Wie ich mir den Wagen damals gekauft habe, war ich noch Arzt im Praktikum und das waren die letzten Jahre im Krankenhaus und da gab es eine ältere Kollegin, wie wir darauf gekommen sind, weiß ich nicht, auf jeden Fall hat es geheißen, ja, wenn du einen Porsche hast, dann fahre ich mit dir mit und habe ich gesagt, natürlich habe ich einen Porsche, ne? Dann kannst du mit mir mitfahren und da hat die ältere Kollegin dann das natürlich nicht geglaubt, hat sich totgelacht, mir ist die Fahrt erspart geblieben, aber so ist es nun mal, wenn man die Wahrheit sagt, das glaubt einem meist keiner. Dass ich den Wagen damals so günstig bekommen habe, lag nicht zuletzt an der weißen Farbe. Die war zu dem Zeitpunkt unbeliebt. Da wollten alle irgendwas mit Schwarz und Dunkelgrau haben. Für mich letztendlich von Vorteil. Denn als Praxisassistent war es mein erster Dienstwagen. Was Besonderes am 944? Nicht luftgekühlt, wassergekühlt. Motor vorne, Getriebe hinten, Transaxelbauweise, um das Gewicht möglichst optimal zu verteilen. Und Vierzylinder Motor, um am S2 bei diesem Modell der größte zu der Zeit verbaute Vierzylinder Motor. 3 Liter Maschine. Passt. Ein PS oder 211. Schön sind sie beide. 1989 rollt dieser Porsche mit den Klappaugen aus der Fabrik. Die Zeit, in der das Internet entwickelt wird und der Game Boy nicht fehlen darf. Boris Becker und Steffi Graf dominieren die Tenniswelt. Wie so oft im Motorsport spielt Walter Röhrl eine Rolle. Denn schon 1981 bei dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans kommt es zur Rennsportpremiere des 944. Noch getarnt als 924 GTP erreicht er Platz 7. Die PS-Perlen wünschen noch lange flottes Fahren mit diesem schönen Fahrzeug.